Jetzt ist er da, der Moment, an dem ihre Fans vermutlich eine Hühnerhaut bekommen. Sarah Meyer macht sich bereit für ihre letzte Kür. Einmal noch gibt's Noten, dann ist Schluss für die 26-Jährige. Schluss mit dem Zittern, ob wieder eine Verletzung alle Pläne über den Haufen schmeißt. Schluss mit dem Kämpfen um gute Plätze. Wo man gestern und heute hinhörte, Bewunderung über ihren Auftritt im Kurzprogramm und Freude über eine so unerwartet gute Klassierung als Dritte. Das schönste Abschiedsgeschenk, das kann sie sich jetzt selber machen. Sarah, ganz erfahrene Läuferin, sie nimmt sich immer die Zeit, die sie noch hat, bevor sie ihre Anfangsposition muss einnehmen. Jetzt würde ich gerne den Puls auch von ihrer Trainerin Eva Fehr messen. Auch für sie ein ganz besonderer Moment. Eine ganz lange gemeinsame Karriere mit Sarah Meyer wird heute zu Ende gehen. Hopp, Sarah. Los für Sarah, wie beim Kurzprogramm. Wow! Of course. Schwerer Sprung steht bevor. Sarah wiederholt ihre dreifache Flut. So schon wieder erst. Jetzt sollte doch der Salchow kein Problem mehr sein. Ja! Noch ein Sprung ist im Programm. Ich setze fehlerfrei. Das ist wirklich unglaublich. Und jetzt genießen, Sarah, genieße es.
Was für ein Bild. Der Applaus von 6.000 Zuschauern, auch der von Weltmeister Stéphane Lhomme-Biel. Was für eine herausragende Leistung. Ich bin jetzt ziemlich sprachlos. Fantastisch. Fantastisch. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht so erwartet. Fehlerfrei, perfekt. Sie hat sich, glaube ich, wirklich gerade den schönsten Abschluss für ihre Karriere gemacht. Und sie haben sich alle aus den dicken Decken gepellt und sind aufgestanden für diese Leistung von Sarah Meyer. Chapeau. Schau mal, das ist Gold. Das muss Gold sein. Das ist gut. Darum sage ich auch, das ist sicher genau der Abschluss gewesen, den wir uns alle erhofft haben, insgeheim. Aber nicht wirklich daran glaubt. Aber Sarah, sie hat es auch nicht gezeigt. Das muss für Gold landen. 10 Jahre lang hat sie Anlauf genommen, um einmal Gold bei einer internationalen Meisterschaft zu gewinnen. Ich kann mich gut erinnern an die 2 Europameisterschaften, wo Sarah knapp hinter der Carolina Silber gewonnen hat. Sie war immer kurz enttäuscht, sie ist ja klar, wenn man so nah dran ist. Und jetzt hier daheim. Wir werden es jetzt gerade wissen. Sie hat sich bis hierher gekämpft an diese Europameisterschaften. Gegen die Verletzung, gegen den Trainingsrückstand. Dagegen alle Wahrscheinlichkeit, dass sie hier eine gute Platzierung belegen kann. Und die Emotionen kommen schon raus, bevor sie auch nur die Schlussposition erreicht hat. Und ich kann nur zu gut verstehen, warum.